guter Mann. Und zum Gruß, ein rein schönes Kind, euch alle immer willkommen, auf dass wir trefflich streiten. Reformatio und Toleranz, ja. Martin Luther, in Gold und lebendig? Ja, und sogar mitten in Berlin. Die evangelische Kirche in Deutschland hatte zu einem denkwürdigen Abend geladen. Diesmal sollten nicht nur die segensreichen Folgen der Reformation benannt werden. Im Mittelpunkt standen die Schatten der Reformation. Wo ist Martin Luther? Wo sind die Reformatoren in die Irre gegangen? Und wer hat unter ihnen gelitten? 360 Menschen waren gekommen, um darüber zu sprechen. Evangelische und katholische Christen, lutherische und freikirchliche, auch Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens. Denn sie hatten in den Zeiten der Reformation besonders zu leiden. Luther stand für die Freiheit der Christenmenschen. Mit Andersgläubigen hatte er so seine Probleme. Ja, Gott zum Gruße. Schön, dass ihr euch alle eingefunden habt. Ein schöner, voller Saal. So ist es recht. Extra habe ich mich aufgemacht zu euch. Ich habe gehört, ihr wollt heute diskutieren über die Schatten der Reformation. Ja, ja, ja. Und dabei noch am Ende des Jahres Reformatio und Tolerantia. Na, zugegeben, mit übergroßer Tolerantia werdet ihr mich kaum in Verbindung bringen. Auch der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider weiß um die Schatten des Martin Luther. Hat sich bemüht und eine Schrift verfasst, dass unser Herr Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und dann kam gegen Ende seines Lebens sein Antisemitismus immer schrecklicher zum Vorschein. Es ist eine schwierige Geschichte. Aber gleichzeitig muss man eins sagen, die Reformation und Martin Luther haben zumindest die Herausforderung zur Toleranz mit sich gebracht. Nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort solle die frohe Botschaft verkündigt werden. Ein Zitat Martin Luthers. Trotzdem rief er zur Gewalt gegen Juden, die Türken, also Muslime, aufständische Bauern, Hexen und Zauberinnen und sogenannte Wiedertäufer auf. Der Mann hatte wahrhaftig seine problematischen Seiten. Aber ein Problem mit klaren Standpunkten hatte er nicht. Der vielleicht berühmteste Satz des Reformators klang bereits an. Er beginnt so: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der vielleicht berühmteste religiöse Bestseller unserer Tage heißt: Ich bin dann mal weg. Zwischendurch muss also irgendwas passiert sein in Sachen religiöser Standfestigkeit, nicht wahr? Ja. Nur was? Immerhin, damals waren die Reformatoren fromm und intolerant. Heute gilt auch in evangelischen Kirchen Toleranz als unerlässliche Grundlage für ein friedliches Zusammenleben. Moderator Jörg Thaddäus sollte klären. Seine Podiumsgäste waren Nachfolger der Gruppen, die von Luther und den Reformatoren verfolgt wurden. Frau Strübin, fangen wir direkt mit Ihnen an. Sie wären für Luther eine sogenannte Schwärmerin gewesen und das war nicht gut nett gemeint. Ja, Schwärmerin war sie ja nicht gut gemeint. Das kommt ja aus der Imkerei, aus der Bienensprache und war ein negativ besetzter Begriff für alles, was nicht rechtgläubig war. Frau Kador, Sie sind schon mal als Luther, als weiblicher Luther des Islams bezeichnet worden. Da weiß ich, ja, das ist ein dickes Ding. Ich bin aber tolerant. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, wenn man das heute hier so hört, dann denkt man sich, oh wei, ist das so eine wahnsinnige Auszeichnung. Wie kam das dazu, dass Leute Sie so bezeichnet haben? Ja, durchaus auch, weil ich bestimmte Ansätze im Islam teile, die man, also in Ihrem Fachjargon sozusagen reformatorisch nennen kann. Aus meiner Sicht würde ich sagen, ich schließe dann eine islamische Tradition an, die zum Teil, ich will nicht sagen ausgestorben ist, aber die ein Stück weit stehen geblieben ist und versuche, ja, den islamischen Geist, wenn man so will, weiterzutragen in die heutige Zeit. Und das hat mir eben diesen zweifelhaften Beinamen eingebracht. Christen, Juden, Muslime, heute im Gespräch miteinander, aber wie weit reicht die Toleranz? Nehmen wir an, wir würden eine Wohngemeinschaft zusammen haben. Also Sie wohnen dann ab sofort mit einem Protestanten zusammen. Ja. An welcher Stelle würde es denn religiöse Reibereien geben? Zwischen mir und Ihnen? Ja, auch wenn Sie liberale Muslime sind, ich bin evangelischer Christ, wo würden Sie sagen, ja, so geht's nicht. Ach ja, also, Sie müssen natürlich halal kochen, Sie müssen fünfmal am Tag beten, Sie müssen den Koran auswendig lernen. Gut, er hat's gemerkt.
Ja, ich glaube, es gäbe keine Schwierigkeiten, denn ich verstehe ja meinen Glauben eher so, dass er eben nicht ausschließend ist. Ich sehe das eher als großen Stärken meines Glaubens, dass er sagt, er empfindet sich quasi als, ich habe es heute Morgen noch im Seminar gesagt, als Update der monotheistischen Religion. Und demzufolge kann ich natürlich aus meiner Position relativ gemütlich sagen, ja, also der Islam ist letztlich die Fortführung des Judentums und des Christentums. Deshalb habe ich mit Ihnen kein Problem, solange Sie mich in meiner Position sozusagen lassen. Herr Bumlik, würden wir religiöse Schwierigkeiten kriegen, wenn wir zusammenzögen? Wir nicht, da ich mich dem liberalen Judentum zugehörig fühle, sonst würde ich heute Abend, Freitagabend, Erev Shabbat auch nicht hier sitzen. Aber im liberalen Judentum würde man sagen, es gibt Wichtigeres als jetzt nur die strikten halachisch, also von der Tora vorgeschriebenen und talmudisch interpretierten Shabbat-Regeln einzuhalten, weil Lernen und Reden ist auch Gottesdienst im rabbinischen Judentum, das in der späten Antiken entstanden ist. Und deswegen hätten wir wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten. Heute nicht, früher schon. Und zwar nicht nur in den Zeiten der Reformation. Die Hetze Martin Luthers hatte verheerende Folgen im 20. Jahrhundert. Da rechtfertigte zum Beispiel der hochrangige und später zum Tode verurteilte Nazi Julius Streicher seinen Judenhass mit den Worten Martin Luthers. Kurz vor seinem Verurteilung zum Tode, sagte Julius Streicher beim Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Dr. Martin Luther säße heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch »Die Juden und ihre Lügen« schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten. Dann würde man normalerweise nie einer Gestalt wie Streicher auch nur ein einziges gutes Wort zu billigen. Aber da muss man einfach sagen, in diesem Falle hatte er schlicht und ergreifend recht. Martin Luther, der Wegbereiter der Freiheit, ist verantwortlich für den Hass auf Juden und Muslime? Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, dass man seine Haltung gegenüber, er nennt das ja immer pauschal Türken, und gegenüber dem Papst, aber auch verbinden muss mit seiner Vorstellung, in der letzten Zeit zu leben. Also ein apokalyptisches Denken. Mhm. Und gerade in seinem Alter ist diese Vorstellung, dass sein ganzes Werk, dass die Reformation, dass das Evangelium, das jetzt in Wahrheit verkündet wird, gefährdet ist. Jetzt lade ich Sie zu einer waghalsigen Spekulation ein. Ich habe beim Brumling vorhin schon gefragt, hätte Luther am christlich-jüdischen Zusammenarbeit teilgenommen? Er hat gesagt, garantiert nicht. Wenn man jetzt Luther sagen würde, lieber Herr Luther, wir haben Sie zum Glück wiederbelebt, damit Sie miterleben dürfen. Es gibt für das Luther ja eine Luther-Botschafterin, super Idee, oder? Was würde der höchstwahrscheinlich so richtungsgemäß antworten? Es wäre nicht in seinen Horizont gewesen, aber Luther hat sehr wohl mit einer Würdigung von frauenspezifischen Berufen, zum Beispiel Hebammen, das war mit einmal nicht mehr das Pfui der Gesellschaft, das nicht mehr behandelt wurde. Das hat er reingeholt in seine theologischen Auseinandersetzungen und damit auch Wege bereitet zu einer anderen Möglichkeit zum Umgang der beiden Geschlechter miteinander. Die Grenzen der Toleranz, wo verlaufen sie denn heute? Zwischen den Liberalen und Fundamentalisten? Wie soll denn der Dialog mit den Leuten funktionieren, die beispielsweise sagen, Frauen und Männer sind im Islam selbstverständlich nicht gleichberechtigt? Also die Diskussion muss ja auch irgendwo hinführen. Wann hört man dann auf, das zu tolerieren? Also zumindest da, wo man aufhört, mich zu tolerieren. Mhm. Also man denkt ja immer, das wäre so ein typisch islamisches Phänomen, aber in der Tat habe ich vor einiger Zeit einen Salafist, ein sehr bekannter Salafist in Deutschland, angeschrieben per E-Mail. Er wolle sich mal mit mir über mein Islamverständnis unterhalten. Mhm. Er fände es problematisch. Ich schrieb ihm zurück, ja, das, im Grunde genommen könnte ich das Kompliment zurückgeben. Sein Islamverständnis empfinde ich auch als problematisch. wir haben ein bisschen Ping-Pong gespielt mit E-Mails und das Ende der Geschichte war, dass ich ihm erklären musste, warum ich liberal bin, nämlich, dass ich seine Haltung ertragen muss, es aber auch tue. Ich ertrage das, was er glaubt und zum Teil auch tut, er aber mich in keinster Weise erträgt. Mhm. Und dass er deshalb der Fundamentalist ist und ich deshalb die Liberale bin. Jetzt haben wir gerade gehört, wo Schluss ist, wo für Sie Schluss ist mit der Toleranz, wo Sie sagen, okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wo ist denn, Herr Brumlik, für Sie so ein Punkt erreicht, wo Sie sagen, okay, da kommen wir jetzt überhaupt nicht mehr zueinander, da haben wir keine Schnittmenge. Was sind das für Felder? Kommt also drauf an, auf welcher Ebene. Also ich bin ein neugieriger Mensch und ich rede gerne genau mit solchen ultraorthodoxen Leuten.
Jetzt möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, Wolfgang Kraus, nämlich Studium der Anglistik und Germanistik in Heidelberg und Tübingen. Sie sind Prediger der Mennonitengemeinden. Sie machen Stadtführungen in Augsburg auf den Spuren der Täufer. Warum machen Sie das gerade in Augsburg? Was zeigen Sie den Leuten da? Augsburg ist im 16. Jahrhundert eine Hauptstadt der Täuferbewegung gewesen. Ja, ich führe die Leute zu verschiedenen Stationen, die heute noch, von denen man heute noch weiß, an denen geheime Gottesdienste stattgefunden haben, an denen Hinrichtungen stattgefunden haben. Jetzt haben die Lutheraner, ich glaube, vor 3 Jahren Schritte zugemacht auf die Mennoniten. Kann man sagen, das ist in der Nähe der Versöhnung, dass beispielsweise Sie dann auch sagen können, ja gut, das Lutherjahr 2017, das betrifft auch uns, da haben wir auch eine ganze Menge mit zu tun. Das ist in Stuttgart 2011 im Juli gewesen, da hat der Lutherische Weltbund sich getroffen zu seiner Vollversammlung und es gab einen Tag der Begegnung mit Mennoniten und Täufern und es ist eine Erklärung verabschiedet worden, in der die Lutheraner um Vergebung gebeten haben für die Verfolgung täuferischer Christen im 16. Jahrhundert. Das 500-jährige Reformationsjubiläum nutzen die Lutheraner offensichtlich nicht nur für Feierlichkeiten. Sie zeigen auch Reue für das, was die Reformatoren vor 500 Jahren anderen angetan haben. Reformationsgeschichte ist Lerngeschichte. Deshalb hörten die Vertreter der EKD zu an diesem Abend. Erst am Ende zog die Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017, Margot Käßmann, ein Resümee. Wir können 500 Jahre später nicht nur die Rosinen aus unserer Geschichte herauspicken, sondern die ganze Geschichte gehört zu uns. Und deshalb gilt es auch in aller eigenen Demut, mit jenen ins Gespräch zu kommen, die uns an die Opfer der Reformation erinnern. Und deshalb bin ich so dankbar für diesen kreativen Abend, weil er zur Vollständigkeit eines Reformationsjubiläums dazugehört. Wertschätzung meint Augenhöhe. Und nur so kann ein Miteinander auch in der Differenz, versöhnte Verschiedenheit, in der Tat wachsen. Toleranz darf dann aber nicht nur hinnehmen der Differenz sein, irgendwie dulden, sondern muss aktiv und streitbar sein. Die Differenz nicht scheuen, das Gespräch suchen, das aber miteinander zur Grundlage hat. Über Duldung und Respekt kann in der Toleranz auch gegenseitige Wertschätzung wachsen. Gerade weil der andere, die andere anders sind, anders glauben, anders denken, kann es mir helfen zu klären, wie ich glaube, bin und denke. Im Dialog klärt sich immer auch das eigene. Wenn wir etwas gelernt haben, hoffe ich, in den 500 Jahren seit der Reformation neu lernen, dann haben wir einen gewichtigen Beitrag in unserer Zeit zu leisten.